Trainiert schon mal für die Applausabstimmung mit eurem Applaus für Jan Nymoos! So, ich vergleiche das den Poetry Slam ganz gerne mit dem Internet. Der besteht auch nur wegen Pornografie. Und ja, das ist kein Scherz, ohne Scheiß. Also, es wird überall, das ist unglaublich, auch gerade hinten da und so. Also jede Menge Bitches, sage ich einfach nur. Und mein Lieblingsanmachspruch im Moment ist, in jeder Disse, deutschlandweit, ey, ich bin Crow. Und dann sagt die, hey, das glaube ich dir nicht, das sagst du jetzt nur so und so, nee, nee, ist wirklich so, ich bin's wirklich. Und dann, das kann man durchziehen, bis der dann irgendwann seine Maske lüftet und super, Dankeschön, wollte ich nur sagen. Zum Thema, ich wollte bei dem Thema bleiben, das ist ein Text für all jene, die im Nachtleben einer größeren, mittleren oder kleineren Stadt Deutschlands hängen geblieben sind und dort einfach nicht das gefunden haben, was sie sich davon erhofft haben. Eigentlich wollte ich doch nur. Hey du, schön dich hier zu sehen. Smalltalk. 3, 4 Bier, 2 noch hier, Nummer 3 to go und 4 bei mir. Aufs Bett gesetzt, noch lang geredet, drin gelandet, angenehm. Am nächsten Morgen aufgewacht, sekundenlang noch angesehen und dann erwähnt, wäre schön gewesen, Kaffee und 2 Brötchen später, gehst du durch die Tür, ich sehe dir nach, wie du mein Haus verlässt. Ich wollte doch nur, und ich schüttel den Gedanken ab, ey, hat man sich berührt oder hat man sich nur angefasst, gekommen und gegangen, über Wollust und Verlangen, noch lange nicht am Ziel, nur zusammen wie gestrandet. Wir gehen keinen Weg zusammen, denn seine Wege geht man tagsüber. Man mag sich ja, aber die Liebe ist ein Ladenhüter. Ich will nur und schrei lauter Freiheit als Mel Gibson, so verstrickt, dass wir hier selber nicht mehr wissen, wie wir ticken. Ich habe es so geplant, hab's dann aber so getan und schon waren wir beide ohne Plan, polygam. Doch du hörst andere Musik und der Gesamtunterschied hinterlässt dir eine Lücke, die wir so nicht überwinden können. Sag mal, suchen wir jetzt den Menschen fürs Leben oder bloß eine Ansammlung von Eigenschaften, durch die wir uns angezogen fühlen? Körperlichkeit, Messbein, Schwanzlänge und Körbchengröße, Umfang und Zentimetern, sozialer Background. Jetzt färb die Haare doch mal blond, dann siehst du fast wie meine Ex aus. Ich will nur meinem Ego Nahrung geben. Vor meinen Homies sagen, du wärst mir egal gewesen. Den Harten geben, es scheint cool zu sein, wenn man's so macht. Doch ich hab den Gedanken, wir sind oversexed und underfucked. Erfolgreich, gut aussehen, gebildet, sexy, schlagfertig, modern und dazu bitte, bitte noch einen Hauch von Rock'n'Roll versprühen. Ich meine, wie soll man denn da noch einen hochbekommen? All diese kleinen Fehler und Wirklichkeiten, die uns doch eigentlich ausmachen, sind uns unangenehm. Ja, fast schon peinlich, sie bringen uns dazu, dass wir uns missverstehen. Doch ich will nur, jetzt sag mir bitte keine Dinge, die mich vielleicht dazu bringen, etwas Leichtes zu empfinden, denn ich habe Angst, es könnte wachsen, größer werden, platzen und danach zu etwas führen, was wir einfach nicht verkraften. Dieser eine Moment, wo beide Parteien erkennen, dass man zwar ineinander eindringt, aber bleibt man sich fremd, wenn eine gesamte Generation entweder aus einer schwierigen Beziehung kommt, mitten in einer schwierigen Beziehung steckt oder gerade im Begriff ist, eine schwierige Beziehung einzugehen, dann liegt es an jedem von euch selbst, Prioritäten zu setzen, der Freiheit wegen. Jawohl, ich meine, Freiheit, das scheint eine grandiose Umschreibung für den Zustand der völligen Orientierungslosigkeit zu sein, in dem wir uns befinden. Wir benötigen bald riesige Trichter um unsere scheiß Kaffeebecher, nennen die ganze Wichse dann einfach Coffee to Run, da wir ständig der Vermutung hinterherrennen, es könnte etwas Besseres auf uns warten, als das, was dieser Moment und unser Gegenüber uns gerade so zu bieten hat. Merkt ihr irgendwas? Wir sind dermaßen unfrei, dass es knattert. Nur, wenn du Liebesbriefe schreibst, dann trag den Absender ein. Hast du Zweifel daran, dass du nur eine Ablenkung seist, so austauschbar wie Kleidungsstücke in diesem leicht verrückten Labyrinth, welches wir miteinander teilen müssen? Die Pfeiler dieser Brücken sind vom Einsturz bedroht. Sie suchen Halt vor Verzweiflung, aber keiner weiß mehr wo, weil der Schatten unserer Egos jede Lichtquelle schluckt und wer auf Richtwerte guckt, der geht an sich selbst kaputt. An der Erwartung, die wir an uns selber haben. Wir
unterliegen permanenten Fehleinschätzungen, ob wir uns jetzt für vollkommen unattraktiv oder für vollkommen unwiderstehlich halten. Wir wechseln ständig zwischen den Extremen, von himmelhoch jauchzend bis zum Tod bemüht, nur ohne Gefühl. Von schwarz auf weiß und wieder zurück, von rot auf grün und wieder zurück, ohne ein gelbes Lichtzeichen dazwischen, welches uns auf was Neues einstellt. Aber scheiß drauf, lasst mich schweben, denn ich habe keine Lust mehr zu laufen, keine Lust mich zu verkaufen und mit Frust zu ersaufen, weil ich langsam implodiere und der Druck dringt nach außen auf der Flucht vor dieser Sache, die uns alle so beherrscht. Wollt ihr nur, oder was war das letzte Nacht? Etwa ein Akt in etwa das, was uns so sehr besessen macht, doch dann stellt man fest, dass man nichts vergessen hat, denn sie war ganz woanders und ich habe an ihren Ex gedacht. Und so tragen wir Altlasten wie Rucksäcke mit uns herum, verbringen so viel Zeit mit dieser Scheiße, obwohl wir diese Zeit doch wirklich viel, viel sinnvoller nutzen könnten, mit Schlafen zum Beispiel. Ich meine wirklichen erholsamen Schlaf, alleine sein, ohne sich dabei einsam oder verlassen zu fühlen. Ich stelle meinen Wecker und versuche zur Ruhe zu kommen. Noch 5 Stunden, morgen früh fängt alles wieder von vorne an. Dankeschön, Mannheim.